Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play. Far Cry 5 heißt das Spiel. Und genau. Wir sollen jetzt die Stadt sichern, was auch immer genau damit gemeint ist, weil... Also ich meine, ja, klar, man sollte alle Sektenmitglieder quasi ausschalten. Aber ich bin mir nicht sicher, wie sich das jetzt entwickelt, weil... Oh, hier haben sie eine Hütte abgefackelt anscheinend. Weil das könnten ganz schön viele sein. Immerhin, das ist eine ganze Stadt, beziehungsweise gut, Stadt würde ich das jetzt eigentlich nicht nennen, aber ein Dorf. Und ja. Okay, wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel zu plündern geben. Oh, rip. Okay, da auf der Straße ist der erste Gegner. Das ist mir aber ein bisschen zu obvious, muss ich sagen. Sieht ja fast wie eine Falle aus. Leute, das ist wie in so einem Western hier, die Veranda. Den könnten wir auch überwältigen. Schaut dann natürlich genau in meine Richtung, der Wichser. Cool bleiben, Buster. Oh. Okay, das ist nicht gut. Hat er gerade gesagt, verschont den Hund? Wow! Wow, okay, die Deckung ist offensichtlich nicht so gut, wie ich dachte. Also die Gegner haben das gerufen. Ja moin, Alter, wie soll ich ein fucking Flugzeug runterholen? Bin ich fucking Jesus? Der war gut im Flugzeug abschießen, das sage ich euch. Natürlich ist jedes scheiß Haus zu. Oh boy. Da ist der Typ, der auf mich geschossen hat. Ja, man meint, das waren mehrere. Fuck. Moment mal, haben wir? Ach scheiße, das ist auch ein Prime-Typ. No! Alter. Ich hab's so spät gecheckt erst. Scheiße, wo ist der? Ja, wenn die so eine Krone auf dem Deckel haben, auf dem Kopf haben, dann sind die anscheinend schwieriger zu überwältigen. Oh, fuck. Okay, das war keine gute Idee. Fuck, das war saudumm. Ans Leben klammern, ans Leben klammern, ans Leben klammern. We died. Ja, gut, okay, das muss man aber auch erstmal wissen. Plötzlich kommt ein scheiß Helikopter, Mann. Naja, das war überhaupt kein Helikopter, aber ihr wisst, was ich meine. Oh boy. Mission verlassen, benutzt die Option für den Nice. Okay. Ah, okay, gut, jetzt ist es quasi nicht genau an dem Punkt gespeichert, aber pretty much direkt so, wie wir eigentlich aufgehört haben. Ist eigentlich wurscht, von welcher Seite. Aber gut, das ist gut zu wissen. Die Frage ist nur, wie holt man den wie holt man das Flugzeug runter? Also die haben ja irgendwas gelabert, glaube ich, mit schießt alle mit euren Gewehren drauf, oder? Irgendwie so. Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Also wir hatten nur Luftunterstützung und die Gegner, glaube ich, auch. Also ich bin mir nicht sicher, irgendwie beide. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben, irgendwie. Naja. Ah, mein Auge. RIP. Meine Augen! Es wäre halt geil, wenn wir vorher ein bisschen Munition schon hätten. Ah, oh, der Typen steht auch. Ah, da oben ist auch ein Scharfschütze quasi. Oh. Fuck.
bloß die Schnauze, Buster. Oh, nice. Okay, der hat mir jetzt hauptsächlich Pistolenmunition gegeben. Ah, und da ist der Prime-Typ. Twitch Prime-Fake, was? Ah, hier ist doch ein Haus offen, nice. Saves, öffne Saves mit Fährtenzündungssprengstoff. Erwirb den Vorteil Schlösserknacken oder Schweißbrenner, um Saves leiser und ohne Fernzündungssprengstoff zu öffnen. Okay. Das machen wir jetzt auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. Schnaps plus 3. Okay, das ist eine Menge Shit. Ah! Ah, okay. Okay, jetzt weiß ich, wie man das Flugzeug runterholt. Das ist auch sehr nice, die Information. Es sind immer noch so viele scheiß Leute hier, Mann. Ich muss wohl noch ein, zwei Leute ausschalten. Oh, sag mir, dass das... Oh ja. Oh, fuck, Alter. Töte Sekten-VIPs, um Widerstandspunkte zu erhalten. Ja, what the fuck, Mann. Ich hasse es eigentlich, so eine sneaky Bitch zu sein. Aber in dem Fall muss ich zugeben, es ist wohl echt ziemlich nützlich. Neuer Charakter entdeckt. Pastor Jerome Jeffries. My boy Jerome Jeffries. Einen schwarzeren Namen kann man, glaube ich, gar nicht haben. Ist natürlich nicht rassistisch gemeint. Aber ja, Jerome Jeffries ist schon ziemlich blank. Ich habe immer Angst, dass der Köter mich auffliegen lässt. Okay, nice, nice, nice. Wenn ich die beiden jetzt auch noch ausschalten kann, lautlos, dann ist es halt schon GG. Dann habe ich schon die halbe Stadt. Meine Zuflucht für den, der rechtschaffenen Weges ist, ist der Herr. Aber Verderben für die Unrecht. Warte kurz, Bro. Scheiße. Ich wollte ihn nicht befreien, ehrlich gesagt. Ich wollte erst den Typen hier ausschalten, nicht, dass der Typ ist verkackt. Oh, fuck. Das haben die anscheinend gar nicht mehr mitbekommen, weil das so weit weg ist. Doch. Sie haben es mitbekommen. Ach komm, Alter, was ist das für eine Scheißwaffe, Mann? Die hatte gar keine Reichweite. Alter, das gibt's nicht, ey. Oh mein Gott! Ah, oh, du kleiner dreckiger Wichser, Alter. Okay, Boys, wir sind im Arsch. Du dir doch erstmal einen runter. Fuck. Volle Kanne daneben geschossen. Alter, der Typ hält halt einfach viel zu viel aus, Mann. Ah, hier ist noch so eine. Ah ja, nice. Ach, mit dem MG haben die gesagt. Ja, what the fuck ist das? Ohne automatische Zielvisierung oder was? Offensichtlich.
Nice. Ja, okay, ich glaube, das war worth it. Den VIP so ausgeschaltet. Scheiße, wo ist der? Fuck. Alter, das ist halt unmöglich, Mann. Ey, das gibt's nicht, Mann. Ach, fick dich. Ah. Ey, das ist ein Scherz, oder? Das ist ein Scherz. Alter, fick dich. Vor allem, wo war da bitte eine scheiß Bombe, Alter? Das war keine Bombe, die das Flugzeug abgeworfen hat. Willst du mich verarschen? Ah, Junge, Alter. Was ist das für eine Kacke, Mann? Du musst halt legit das scheiß Flugzeug so abschießen, oder was? Willst du mich verarschen? Leute, jetzt einfach wieder einen anderen Speicherpunkt gehabt. Ja gut, okay, jetzt machen wir es nicht ganz so krass, weil ehrlich gesagt hat mich das jetzt selber übelst abgefuckt, so langsam. Also es passt schon, wenn wir es ein bisschen langsamer... Lol. Achso, ich dachte schon, das ist die Karre, mit der ich gerade gekommen bin. Passt schon, wenn wir es ein bisschen langsamer angehen lassen, aber nur hier am Rand, also nur diese Loot-Sachen. Also, dass ich wieder so viel Gewehrmunition und so habe. Aber die ganze Zeit schleichen ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Das braucht man gar nicht. Ja. Aber gut, das mit dem Raketenwerfer eigentlich entdämlich von mir. Weil eigentlich könnte ich den VIP auch gleich am Anfang... Achso, Moment, falsches Ausdauer. Aber wo ist jetzt der Typ? Ah, Leute. Also den schalten wir jetzt natürlich schon noch raus. Und looten erstmal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ist es jetzt eigentlich? Es ist einfach wie, als hätte ich das jetzt gerade gar nicht gemacht, ne, alles. Also das mit dem Farber befreien und so und die ganzen Punkte, die muss ich jetzt nochmal kriegen. I guess. Ja. Oregano Boys. Genau, das haben wir alles gemacht. Er ist halt so nervig mit der zweiten Waffe. Wenn man die ganze Zeit den Raketenwerfer dabei haben könnte, dann wäre es halt übel heftig. So, ups. Genau. Man kann auch einfach ein bisschen abseits laufen, dann sehen die dich ja auch nicht, da musst du nicht so ultra langsam unterwegs sein. Genau. Jetzt haben wir nämlich das gleiche in ungefähr gefühlt einem Drittel der Zeit geschafft. Aber wenn man schon kennt, ist es natürlich auch ein bisschen einfacher. Genau. So. The fuck war das? Ah, die Kirche ist auch offen, hätte man auch reingehen können als Safe Ort. Sei ein Idiot, man, die Kirche ist doch schon offen, du musst nur eine Tür weiter. Bist du eigentlich komplett bescheuert? So. Genau, der Typ hat mich vorher auffliegen lassen. So wie ich das verstanden habe. Ja, wenn dieses scheiß Flugzeug nicht wäre, wäre das echt ultra einfach hier. Leute, schaut einfach zu, wie so ein Haus brennt. Wollte ich gerade sagen, Alter, er dreht sich doch jetzt safe um, Alter. Das war so klar. Deswegen predicted. Okay, und dann auch den Typen da oben ausschalten. Dann finde ich, dann haben wir eine gute Startposition. Dann darf ich halt nur beim Flugzeug nicht nochmal verkacken. Oh fuck.
Ja, okay. Wow. Okay, schnell wieder runter. Auf dem Dach zu stehen ist, glaube ich, ziemlich das Dümmste, was man hier machen kann. So, jetzt brauche ich den da, um den da auszuschalten. Genau. Jetzt ist schon mal der stärkste Normalo-Gegner weg. Das heißt, wir haben jetzt eh nicht mehr viele Gegner, glaube ich. Den da hinten erstmal noch platt machen. Ach komm, verpiss dich, Mann. So, okay. Und jetzt müsste eigentlich... Ja, jetzt ist gleich das Flugzeug das letzte, was noch übrig ist. Verdammt, sind wir gut. Oh, lol, Alter. Heilige Scheiße, Mann. Der Typ hat mich so erschreckt. Wow. 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 Was für ein scheiß MG, Alter. Was labert die für eine Scheiße? Aber ja, man sollte es anscheinend gar nicht mit dem Ding machen. Scheiße. Er muss den halt echt abschießen, wenn er direkt über dir ist. Anders geht es, glaube ich, gar nicht. Aber was für ein MG? Was für... Oh, da oben, lol. Ja, moin. Ja, toll, Alter. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Ah. Jetzt gibt's Zunder, du Muschi. Fuck, 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 no! Okay, ich hab's überlebt. Ich wollte schon sagen, Alter, der Scheißdreck geht ja niemals kaputt, Mann. Heilige Scheiße. Ja, das hätte man wissen müssen, weil ich dachte, man muss das Ding mit dem scheiß Raketenwerfer abschießen, was das einzig Logische für mich ist, aber gut. Ja, zum Teufel ist der Typ mit dem Ding. Ach ja, und hier kann ich jetzt wahrscheinlich auch shoppen. Wischt alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Kummer, noch Weinen, noch Schmerz. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ich sage nicht, ich kenne Gottes Plan, aber ich erkenne etwas Gutes, wenn ich es sehe. Du machst dir langsam einen Namen, Deputy. Und du bist seit langer Zeit das erste Gute, das diesem Tal widerfährt. Etwas Hilfe? Der Typ hat auch eine krasse Synchronsprecher, Alter. Den Hals brechen? Eben dachte ich noch, das wäre eine gute Idee. So. Danke. Er nimmt halt legit die kleinste Kiste, Mann. Scheiße. Du... Sorry, hab ich nicht gemerkt. Du machst so viel, also warum nicht auch noch Möbelpacker, hm? Haben wir die nicht gerade erst kennengelernt? Ich dachte, Eden Skate hätte das alles konfisziert. Ja, eigentlich haben wir die doch nie getroffen. Was für eine Fairgrave wäre ich denn, wenn ich kein Geheimversteck hätte? Er war der Beste. Bin mir nicht ganz sicher, was hier gerade passiert. Diese Stadt hat viel durchgemacht, der Beauty. Wir schulden dir Dank, aber... Ich weiß, du suchst nach deinen Leuten. Aber Fakt ist, du bist nicht der Einzige, der Hilfe braucht. Der Pastor und ich schaffen das nicht alles. Wenn du uns zur Hand gehen könntest, werden wir uns revanchieren. Was sagst du? Ex und Hop, Bro. Ooh.
Mary wird dich hier gut verstecken. Krasser Stoff, krasser Stoff. Wenn du die Gelegenheit hast, dann komm zur Kirche. Ich warte dort. Aye, aye, Sir. Ja, das Problem ist, ich habe die eine Geisel gar nicht befreit, ne? Na, habe ich ein bisschen Punkte verschenkt. Aber gut. Aber nein, jetzt haben wir quasi eine Safe Town. Und hier ist tatsächlich ein General Store. Geschäfte und Geld. In der Spielwelt stehen Geschäfte zur Verfügung, in denen du Waffen kaufen und anpassen, deine Munition nachfüllen, Beute verkaufen und vieles mehr tun kannst. Neue Waffen werden freigeschaltet, wenn du den Widerstand in einer Region stärkst. Verdiene Geld, indem du Nebenmissionen abschließt, Safes findest oder Tierhäute und Fische verkaufst. So. Irgend so ein Typ behauptet, er hätte ein. Ah ja, perfekt. Also 1091 Gold. Was gibt's? Gold sag ich schon. Boah, 7200. Alter, die Waffe sieht geil aus. Ja gut, so viel gibt's da eh nicht an der Auswahl eigentlich. Ja. Ach so, nein, Moment. Ach so, das sind nur vorgestellte Waffen. Ach so, lol. Ich dachte schon, what the fuck. Das ist sau wenig. Erreiche insgesamt 5 Widerstandsstufen in beliebigen Regionen, um die. Ah, okay. AK-47. Klassiker. Aber die AKMS, ist die nicht sogar schlechter als eine normale AK? Ja. Ja, okay, gut, aber wir können uns anscheinend nichts leisten, RIP. Und das ist natürlich belastend. Was ist das? Angelruten kann man sich ja auch kaufen. Oh boy. Ja gut, da müsst ihr mir dann wahrscheinlich ein bisschen helfen, was da das Beste ist. Beute verkaufen. Ah ja, nice. Pumahaut. Kaufen. Warte mal, da gibt es Schnellverkauf. Ja, oder so. Habe ich das nicht gerade von dem Typen geklaut? Ja, kann ich wahrscheinlich schon verkaufen, weil das wird doch bei mir automatisch abgespeichert, wenn ich was finde, ne? Genau, was kostet Munition? Munition auffüllen. Für 360. Finde ich eigentlich fast ein bisschen teuer. Vor allem Raketenwerfer. Oh, fuck, das ist eigentlich voll schlecht. Scheiße, kriege ich meine normale Waffe jetzt nicht? Ah, nevermind. Ah ja, ich wollte schon sagen, Alter, weil der Raketenwerfer ist schön und gut und nice, aber man muss jetzt nicht übertreiben und wow. Abgesehen davon, dass die Karre ein bisschen ramponiert ist, not bad. Dose werfen? What the fuck? Warum sollte man das machen? Fuck, warum halte ich nicht an? Okay. Naja, gut, aber ich würde sagen, nice, erste Stadt befreit und ich habe ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht. Kappa, nein, Spaß. Weiß natürlich schon. Aber ja, ich würde sagen, erstmal wird es das gewesen sein. Macht auf jeden Fall Bock. Und jo, ich hoffe, es macht euch auch Bock. Genau. Und wie gesagt, bei so manchen Sachen, sowas mit den Waffen und so, da. Ja, würde ich mich auf eure Unterstützung verlassen. Ansonsten kaufe ich einfach irgendwas, wenn ich genug Geld habe. Aber, gut, ich glaube jetzt nicht, dass es so eine große Rolle spielt, ehrlich gesagt, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Ich führe Selbstgespräche. Das ist alleine schon ein Indiz dafür, dass ich es kann. Naja, auf jeden Fall macht's gut, rein, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.